Agentin Wien von agentinnenzürich.net. Ich bin unterwegs zum Caroline Schöwe-Interview. Nur für euch. Hallo zusammen, ich bin Katja von agentinnenzürich.net. Ich habe hier heute mit der Caroline Schöwe über ihr neues Album zu reden. Hallo Caroline. Hallo. Du hast wirklich schon alles was gemacht, vom Musical über Cortana, über Duett mit Mesh. Fand das echt Public, oder? Es ist schön in der Musik, dass man alles ein bisschen ausprobieren kann. Es gibt nicht gleich so ganz und so nicht. Und man kann es auch ein bisschen ausprobieren und es hat mir sicher Spass gemacht auch hier. Und jetzt mit meinem eigenen Album wird ja wie schon ein bisschen Emotion da ist und die Geschichte, die mich gerade beschäftigt. Mhm. Im Moment. Und das ist aus dem heraus halt dann in die Sonne entsteht. Es kann auch sein, ich bin jetzt gerade letztes Mal passiert, dass ich wie ein Ziel, das mich schon länger begleitet, und ich immer ins Ziel komme, dass es plötzlich reif ist und dann gibt es die Sonne raus. Also es kann auch wachsen, es kann irgendwie eine Idee sein, wo man nicht im Ziel nicht hin und dann muss man noch ein bisschen Zeit geben, wie es auch immer wieder. Genau. Und du darfst schon am 5. Juli Opening Act für den Station sein. Hast du aufgeregt? Ja, ich freue mich sehr. Also ich probiere mich jetzt noch ein bisschen, unten zu behalten, einfach weil es nicht mehr jetzt schon aufgeregt bin. Aber ich denke, es geht und Adrenalin wird auch genug kommen. Du hast dich wirklich so vorbereitet auf so Ich habe es ziemlich beruhigt, weil es ja massenhaft mit dem Wasser kommt. Ich habe es auch so in meiner Ruhe, wenn ich so ein bisschen zu freizeitig weiss, wie ich das sehr gut sehen kann. Ich genieße es jetzt gerade extrem, hier durch die Stadt. Ich sehe den wunderschönen Sonntag, Wasser, Natur. Das ist eigentlich so ein bisschen da, wo ich mich auch wohlfühle. Und ich habe gemerkt, dass ich brauche in dem hektischen Alltag in der Welt ist mir gefolgt. Ich habe gut gemacht, von außen sitzen, mit Freunden, die sich aber verlieren. Das sind so für die Juwelen im Leben. Ist das auch für dich so ein richtiger Energiespender, wenn du am See sitzt und ein schönes Buch lesen? Das kommt dich wirken lassen. Ja, völlig. Oder manchmal auch nur sitzen und den Lärm zuschauen. Oder ich weiß auch nicht. Einfach, ja, vielleicht wird man älter oder vielleicht ist es auch eine Lehrsache an Gemüse und Gesehen. Also Natur ist für mich ein riesen Energiespender. So buchmässig, wie es mir gerne Biografien, Thriller oder Schicksalsschriften? Ja, es ist immer so ein bisschen momentan in Frage. Also ich habe zeitlang extrem viele Biografien von Frauen gelesen. Also zum Beispiel das eine ist Vanya Abbey heisst sie, mit 18, sie ist mit 12 Jahren. Ganz allein ist sie in der Welt gesegnet. Sie hat es vorher noch nie gesegnet. Und das ist eine wahre Geschichte. Und das andere ist eine Engländerin, die überall, man sich eigentlich nicht mal vorstellen kann, verschwinden. Also es ist die Kanäle verschwunden, es ist die Antarktis verschwinden. Also das sind so starke Persönlichkeiten, die mich so fasziniert. Aber es kann dann auch mal mit irgendeiner fiktiven Geschichte sein. Oder Harry Potter. Ich glaube, ich glaube, ich habe noch irgendeinen von, wo ich nicht mehr weiss, wie viele Bände es gibt. Ich glaube, es sind 5 Bücher oder bis zum 5 bin ich gekommen. Ich kann noch einen auslesen. Ja, also 6 und 7 sind nicht mal so schlecht. Ach, oh, yes, es gibt schon 7. Ja, 7 ist schon fertig. Das kann man auch noch 4 machen. Okay. So weit habe ich es nicht schon. Das heisst ja nicht, was passiert. Nein, ruhig. Und noch kurz zum Album, wo kann man das bestellen? Die Serie von CA ist lieber in der Woche. Also man kann es im Bachhandel, wo man es dem Laden überkommen, zwischen CD.ch und CD.ch. Man kann es auch auf iTunes abladen. Und
auch mehr Ruf aus dem Konzert oder was geht, News und so sieht man auf Frauenlinschewand.ch. Falls ihr mehr Informationen möchtet, auf Frauenlinschewand.ch könnt ihr alles abschlagen und CDs könnt ihr auf cd.ch oder sonst in einem Fachhandel kaufen.